Huhu Leute, gerade eben brachte Star Stable einen Teaser für die neuen Anfangspferde raus. Und diesen Teaser möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber bevor ich jetzt zum Teaser komme, möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass gestern kein Update-Video kam. Ich hatte das aus Arbeitsgründen erst sehr spät geschafft oder hätte es erst sehr spät geschafft. Und es war dann schon so spät, dass ich mir dachte, gut, jetzt spielen die ganzen Zuschauer sowieso schon seit Stunden Star Stable, jeder weiß schon, was rauskam. Und es hätte sich einfach nicht mehr gelohnt, mich dann so lange noch ranzusetzen. Ich hoffe, das war okay. Eine Datenanalyse fällt heute leider auch weg, weil Star Stable gestern überhaupt nichts in die Daten geladen hat. Es kamen einfach lediglich Bugfixes rein und das war's. Also mehr hat Star Stable gar nicht gebracht. Es war einfach ein altes Update, also diese Halloween-Sachen, die gestern rauskamen, die kamen ja in den vorigen Jahren schon mal. Und da musste Star Stable natürlich nichts Neues reinbringen. Da haben sie einfach die alten Quests sozusagen wieder aktiviert. Und das war es eben. Und ein paar Bugfixes haben sie gemacht. Ansonsten kam gar nichts Neues. Dadurch fällt dann natürlich leider auch die Datenanalyse heute weg. Mal sehen, ich hoffe einfach mal, dass nächste Woche wieder ein bisschen mehr reinkommt. Jetzt komme ich aber mal zu dem Teaser für die neuen Starterpferde, also die neuen Anfangspferde. Ich spiele ihn erst einmal ab. Ja, sehen wir zuerst Moorland, dann kommt ja so ein schöner Schimmel. Dieses weiße Anfangspferd. Dieser Schimmel sieht echt gut aus, finde ich. Also, er hat auch nicht mehr diese ganz dunklen Abzeichen im Gesicht. Da sieht man auch die neuen Zöpfchen so ein bisschen, aber aus der Seite, also von diesem Profil aus, sieht man das jetzt nicht so sehr. Machen wir weiter. Hier der Apfelschimmel. Hat eher eine etwas schwächere Äpfelung, aber doch noch deutlich sichtbar. Ist so eben die Augen so ein bisschen dunkler, hat ein ziemlich dunkles Maul und wird zu den Beinen hin dunkler. Gut, und Mähne und Schweif kann man ja je nach Farbe, also wie man das eben selber möchte, festlegen. Ich habe, glaube ich, auf einem Account, auf meinem zweiten Account, habe ich den Apfelschimmel mit schwarzer Mähne. Ja, mal sehen. Mit der weißen sieht er auch gut aus. Hier sieht man nochmal den weißen im Galopp. Der Galopp, muss ich sagen, erinnert mich. Ich glaube an den von dem Lusitano. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Aber doch eigentlich schon, nur dass er den Kopf irgendwie sehr hoch trägt. Dann sieht man hier mal das Putzen und hier sieht man diesen Buckskin-Schecken. Der guckt auch irgendwie echt niedlich auf dem Bild. Der gefällt mir sowieso echt gut jetzt. Ist schon von dem Bild, das man letztes Mal gesehen hat, wo man nur diesen Kopf von dem Buckskin-Schecken gesehen hat, schon da gefiel er mir echt gut. Aber so hier von der Scheckung auch nochmal. Obwohl ich sagen muss, das ist jetzt hier im Teaser relativ detaillos wirkt. Also das sieht alles sehr glatt aus. Aber das kann natürlich auch täuschen. Und die haben natürlich auch nicht so ein Flauschefell wie jetzt zum Beispiel in dem Fjordi. Jetzt hat man kurz den Fuchs gesehen. Hier nochmal der Apfelschimmel, hier der Sprung. Von dem Sprung her, ich weiß gar nicht, an wen er mich erinnert, aber die Gangarten kommen mir alle so bekannt vor. Ich glaube, der Galopp ist echt so vom Lusitano. Ihr könnt mich dann verbessern, wenn ich jetzt irgendwie falsch liege, aber irgendwie erinnert es mich an den. Nur, dass der hier immer, also das Anfangspferd immer den Kopf irgendwie höher trägt. Hier sieht man dieses braune Anfangspferd mit der Blässe und den vier weißen, ziemlich hohen Fesseln. Den haben sie hier als Fuchs gemacht, eben einfach indem sie die andere Mähne genommen haben. Gefällt mir auch sehr gut, finde ich. Sieht schön aus. Erinnert mich ein bisschen an das englische Vollblut, also den Fuchs. Hier nochmal der Weiße. Der Weiße gefällt mir echt gut. Also dafür, dass ich jetzt vorher den Weißen nicht ganz so toll fand, wegen der sehr dunklen Schattierung im Gesicht, gefällt er mir jetzt fast umso besser. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen die Zöpfchen. Die machen scheinbar auch oft so diese Schabbewegungen. Hier nochmal der Fuchs, also oder dieser Braune eben. Ja, und das war es eigentlich schon. Und dann sagt Star Stable nochmal, dass sie am 7. November kommen.
Also man hat jetzt eigentlich nicht so viele Farben gesehen, man hat eigentlich nur drei Farben gesehen, ne? Den Bugs gecheckt hat man auch gesehen. Man hat den hier den Schimmel gesehen. Hier den Apfelschimmel. Der Galopp ist schon sehr wie beim Lusitano. Hier der schöne Buckskin-Checke, hier dieser braune oder in dem Fall der Fuchs. Den Sprung haben sie gezeigt. Dann, dass sie diese scharfe Bewegung machen und mit dem Ohren scheinbar auch ganz gut mitgehen so. Und sich aufmerksam umhorchen. Das Steigen erinnert mich auch sehr an den Lusitano. Oder ich glaube, der Trakehner steigt auch so ähnlich. Nur der Trab scheint auf jeden Fall nicht so zu sein wie der von dem Trakehner. Der sah schon noch irgendwie anders aus. Der Trab, da sind sie ja auch kurz. Ich glaube, auf dem Apfelschimmel, den schaue ich jetzt nochmal ganz kurz getrennt an. Hier ist der Trab. Ich weiß gerade jetzt nicht, an wen dieser mich erinnert. Ich glaube, es könnte auch der vom Lusitano sein, nur mit höherer Kopfhaltung. Auf jeden Fall ist es nicht der vom Trakehner. Aber er tritt auch recht wenig zusammen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall finde ich, insgesamt sieht das alles nicht schlecht aus. Also, ich finde, es hat sich auf jeden Fall sehr verbessert, das Anfangspferd. Das ist jetzt natürlich immer Geschmackssache. Mir gefällt es jetzt so, wie es jetzt ist, richtig gut. Ich finde, es ähnelt dem Trakehner optisch ziemlich, aber von dem Kopf her hat es noch markantere Gesichtszüge. Der Trakehner hat ja eher so einen edlen Kopf, so einen feinen, edlen Kopf, während der Sjöbikische Starterpferd, also dieses Anfangspferd, am Kopf doch eher ja, sehr markant wirkt. Und schon auch an den Kopf, den sie jetzt haben, erinnern. So, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es gefällt mir echt gut. Ich freue mich schon sehr, dass die nächste Woche rauskommen und bin dann schon gespannt, wie sie in-game aussehen und natürlich auch, wie meine dann aussehen. Das war's ansonsten erstmal zur Trailer-Auswertung. Sagt mir doch gerne mal, wie ihr die neuen Starterpferde jetzt findet. Was sagt ihr zu den Gangarten? Wie findet ihr diese vier, die man jetzt im Video gesehen hat, optisch? Ich muss ja sagen, der Schimmel erinnert ja schon sehr an Lorettas Pferd, obwohl ich immer dachte, Loretta hat einen Trakehner, aber es kann durchaus sein, dass sie vielleicht auch so ein Jörwegisches Warmblut hat, weil irgendwie sieht er dem ja schon sehr ähnlich. Auf jeden Fall bin ich sehr auf eure Meinungen gespannt und ich danke euch wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!